Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview für unsere Konzertreihe Music Goes On. Heute mit Maria Filipova. Und wir sind sehr, sehr froh, Sie heute bei uns zu haben. Ein fantastisches, kontrastreiches Programm hat sie geboten. Wer das vermisst haben sollte, unten im Link einfach klicken oder am Ende des Videos auf den entsprechenden Videoeinblendung klicken. Dann seht ihr auch das. Falls ihr das ganze Programm nicht sehen wollt, ist auch kein Problem. Wir können mit einem Timestamp immer zum entsprechenden Titel direkt springen. Das haben wir so eingerichtet. Ich würde aber empfehlen, ist absolut sehens- und vor allen Dingen hörenswert, das ganze Konzert durchlaufen zu lassen. Liebe Maria, erstmal herzlichen Dank fürs Kommen. Ein fantastisches Programm. Wir hatten Danke. Brahms, wir hatten Scriabin, wir hatten Gershwin. Ein sehr schöner Abschluss. Ja. Also wirklich knallig, was die Farben und Kontrastreichheit betrifft. Hat das einen Grund, dass du genau diese Konstellation gewählt hast für das Programm? Das hat einen Grund, tatsächlich. Ich habe gerade mit Christina besprochen. Mein Freund und mein Lebensgefährte ist vor einigen Monaten gestorben. Das wussten wir nicht. Da wir sehr glücklich zusammen waren, habe ich so kontrastvolles Programm gewählt. Und ein Stück davon endet deshalb mit dem Trauermarsch. Ja, Scriabin ist das, ja. Ich bin sehr lebensfreudiger Mensch und Ja. er auch gewesen. Und deswegen wollte ich das Konzert mit einem buntem Stück beenden. Und ich finde, kann nichts Lebensfreudiges sein als George Das, Gershwin. dem stimme ich voll und ganz zu. Man hört Gershwin relativ selten live, speziell für Klavier, muss ich sagen. Also insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir das zu hören bekommen haben. Aber ich bin auch ein großer Brahms-Fan. Ich muss sagen, hat wunderbare Klaviermusik geschrieben und wunderbare Performance. Herzlichen Dank dafür. Ja, du hast das Dankeschön. auch toll gespielt. Ja, zauberhaft. Ich habe auch Opus 1 gespielt Ja. und ich bewundere auch seine Klaviersonaten, die ich auch alle gespielt habe. Aber besondere Liebe natürlich liegt für seine späteren Werke, seine Fantasien, sein Opus 117, 18, 19. Und sogar habe ich gespielt einen Zyklus für die Orgel. Opus 122, was mir besondere Freude bereitet hat. Ich habe gelesen auf deiner Website, übrigens eine interessante Webseite, durch mal reinschauen und mal durchscrollen. Unter dem Namen wird man da sehr schnell fündig, dass du auch ins Orgelfach mal kurze Zeit mit eingestiegen bist. Das stimmt. Wie kommt überhaupt zu? Du hast relativ früh mit Klavier angefangen, ich glaube mit 4 oder 5. Mit 5. Was hat dich als erste Initialzündung sozusagen zur klassischen Musik gebracht? Natürlich meine Familie. Meine Mama war unglaubliche Sängerin. Sie hat so eine tiefe Mezzo-Sopran-Stimme. Zu Hause wurde immer gesungen. Papa ist auch sehr musikalisch, obwohl er ein Ingenieur ist. Und ich habe immer die Musik bewundert. Ich habe Prokofjew, Tschaikowski immer gesungen. Es wurde auch sehr früh absolutes Gehör entdeckt, wie bei vielen Kindern. Und Mama hat entschieden, okay, du bist jetzt 4, noch ein bisschen warten und dann mit 5 geht's los. Also recht früh mit Musik in Kontakt gekommen, ganz Sehr natürlich durch früh, dein Umfeld. absolut. Ja. Wenn du, es gibt eine sehr, sehr widersprüchliche Wahrnehmung, wenn man Leute auf der Straße fragen würde nach klassischer Musik. Gibt es viele Leute, die sagen, ja, super, toll, ist etwas, da kann ich was mit anfangen. Es gibt aber auch ganz viele, die haben so, wie soll ich sagen, eine Art Hemmschwelle oder haben sie das Gefühl, das ist eher was für den intellektuellen Bereich. Wie würdest du das sehen? Ich meine, du bist relativ natürlich in die Sache quasi reingewachsen. Aber wenn du als Tipp Leuten, die so gar keinen Kontakt zur klassischen Musik, was man allgemein als klassische Musik bezeichnet, haben, wie würdest du sagen, am besten damit einzusteigen oder anzufangen oder warum überhaupt klassische Musik? Warum? Das Ja. ist.
weil eine Lust gibt. Ja. Meinst du bei den Kindern oder bei Erwachsenen? Ich glaube, Kinder sind relativ unbefangen, was das betrifft, und relativ empfänglich für jegliche Art von Musik. Ich glaube, wir Erwachsene sind manchmal, stehen uns da etwas selber im Weg, weil wir denken, da braucht man erst viel Wissen und man muss sich vorbereiten, man muss sich viel aneignen, bevor ich mich überhaupt damit beschäftige. Ich glaube, also ich persönlich sehe das als einen falschen Ansatz. Natürlich, klar kann man mehr Verständnis für bestimmte Sachen im klassischen Sektor bekommen, wenn man darüber liest oder sich mehr Hintergrundinformationen annimmt. Aber ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung viele Punkte im Leben, die sehen, dass man es einfach auf sich nur wirken lassen kann. Und wir sprechen ja von einem Zeitspektrum, was einige Jahrhunderte geht, wenn wir um klassische Musik im Allgemeinen sprechen. Da gibt es also Romantik, Klassik, Barock bis hin zur Moderne. Und man kann nicht nur sagen, das ist Klassik oder das ist Klassik. Also ich sehe das etwas sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Wir hatten das schon mal in einem Interview, glaube ich, das Thema. Richtig, richtig. Und hatten wir auch damals gesagt, dass wir hatten eine gute, ich denke, Pianistin, sie hat schon gesagt, das war natürlich in Englisch, that you don't need to be educated to listen to classical music, but classical music actually educates you. Ja, ne? Also man braucht keine Ausbildung, um klassische Musik zu hören, aber klassische Musik zu hören bringt einen vom Wissen her weiter, sozusagen. Yeah. Also das ist eigentlich die Frage ist übrigens auf mich sehr richtig gewendet, da ich sehr viel unterrichte. Yeah. Und vor allem kommen zu mir nicht nur Kinder, sondern die Erwachsenen, die nach ihrem Arbeitstag möchten Musik hören, sie möchten spielen, sie wissen auch, genauso wie sie fragen, wo soll ich anfangen? Es gibt so eine unglaubliche Lust, man wird sehr viel Musik gehört. Erstes, was ich frage, ob sie irgendein Instrument haben zu Hause. Das Problem ist, haben nicht alle. Alle denken, kann man nur im Unterricht spielen. Okay. Ja. Wenn sie das Instrument haben, und ich neige dazu, zu zwingen, Leute ein gutes Instrument zu besorgen. Ja, das hilft. Nicht nur ein gebrauchtes E-Piano. Ja. Dann gibt es sehr viele Wege, wie, mit welchem Repertoire beginnt man. Weil wenn gibt es zwei Hände, es gibt unglaubliche Lust, es gibt sehr viel Repertoire, womit man anfangen kann. Man soll einigermaßen Koordination beherrschen natürlich. Ja. Aber das kriegt man auch hin. Ja, ich denke, ein bisschen Übung und man muss auch Disziplin haben. Disziplin, ja. Und das ist nicht das ist nach zwei Wochen Klavierspiel kommt. Ja, aber ich denke, das ist auch wichtig zu verstehen, weil heutzutage, das ist ein bisschen wie, man hat immer etwas ganz schnell bekommen. Ne? Man sieht über, wenn man möchte, Informationen oder so, das ist immer erreichbar wegen Internet. Und dann hat man nicht mehr diese Geduld oder diese, was soll ich sagen, zu verstehen, Verständnis davor, dass man muss etwas machen und konsequent das machen. Und dann kriegt man eigentlich etwas Schönes als Musik. Na? Das passiert nicht spontan. Das ist nicht wie ein, genau wie man sagt, ne? man braucht auch Zeit, gutes Essen zu vorbereiten. Das ist nicht wie Fast Food. Ja, richtig. Ja, ja. Es ist halt kein Instant, heißes Wasser, drauf fertig. Richtig. Sondern es ist, braucht Zeit, man muss Zeit investieren und Geduld trainieren. Haben und konsequent und diszipliniert sein. Ne? Zumindest wenn man irgendein gewisses Ziel erreichen möchte, ne? das setzt man natürlich voraus. Yeah. Flohwalze können sie kurioserweise fast alle. Also ich bin immer überrascht, wie viele Leute den Flohwalze spielen können. Aber ich muss trotzdem sagen, mit Flohwalze auch das gut zu spielen, ist nicht immer ist einfach. Nicht einfach. Das dauert stimmt. auch. Das stimmt. Schließlich ist das auf den schwarzen Tasten. Ja. Ja.
Genau. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Nee. Deswegen erstaunt es mich umso mehr. Ja, ja. Ein ganz anderes Thema. Wir sind natürlich alle etwas gebeutelt durch die letzten Monate, eigentlich schon mehr als ein Jahr, durch die Corona-bedingten Einschränkungen, die wir haben. Deswegen stehen wir auch, sitzen wir nicht auf der Couch. Normalerweise wäre das Thema The Pianist on the Couch. Wir sitzen immer noch mit Abstand oder stehen um das Instrument. Das ist leider so. Wie bist du in den letzten Monaten damit klargekommen? Als Pianist musst du auftreten, natürlich unterrichtest du auch, auch da gab es unheimliche Einschränkungen. Wie bist du über die letzten Monate klargekommen? Danke für die Frage. Das betrifft alle Musiker in unserer Zeit. Erstes, was ich gemacht habe, ich habe mir einen guten Laptop gekauft. Einen guten Laptop? Einen guten Laptop, okay. Was war der Plan? Ja, der Plan war, dass ich natürlich unterrichte online. Ja. Okay. Das kann man nicht entkommen. Ja. Und Plan ist, dass ich mir eine anständige Technik dazu verschaffe, damit ich mich aufnehmen kann. Okay, ist das denn von deinen Schülern mehrheitlich gut angenommen worden oder gab es da auch Widerstand? Es gab keinen Widerstand. Wirklich? Alle haben Verständnis. Eltern haben unglaublich gut mitgemacht. Schön. Nicht schlecht. Einziges muss ich beichten, ich habe zwei Schüler, die unter 10 Jahre alt sind. Ja. Mit denen geht Online-Unterricht nicht. Okay. Deswegen mit Maske unterrichte ich sie bei mir zu Hause. Na gut, unter gewissen Voraussetzungen geht das ja, aber es ist natürlich anders. Also Präsenzunterricht lässt sich nicht vermeiden, ne? Das ist klar. Also wir können nicht zukünftig alles online machen. Dass wir das jetzt mit dem Konzert hier auch so machen, ist ja letztlich nicht die Ideallösung, aber es ist zumindest ein Versuch, eine Plattform zu bieten, dass man spielen kann, sich ausdrücken kann und auch ein gewisses Publikum damit erreicht. Und du hast uns damit einen Riesengefallen getan. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ihrerseits auch. Gerne, sehr gerne. Sehr übrigens, wenn Sie oder ihr dieses Projekt in irgendeiner Form unterstützen möchte, seid herzlich willkommen, entweder als zum Beispiel Co-Partner, bitte weiter im Link unten mal klicken bei marcusmusic.de oder auch gerne als Sponsor finanziell, sehr gerne, gibt es auch die Möglichkeit über PayPal entsprechende Spendenaktionen für dieses Projekt Music Goes On zu unterstützen. Wir wollen natürlich nicht verzichten darauf, entsprechend für Schleichwerbung zu machen. Es gibt eine sehr schöne CD von Maria Filipova mit zwei Aufnahmen von Rachmaninoff-Sonaten und wärmstens zu empfehlen. Also einfach mal gucken. Damit unterstützt man natürlich auch Künstler in erster Linie. Und zwar nicht bei Spotify streamen. Ne? Spotify streamen, wer das nicht weiß, sollte mal gucken, wie das mit den Abrechnungen läuft. Da wird pro Klick, glaube ich, 0,02 Cent ausgeworfen. Da kann man sich mal hochrechnen, wo man da landet, wenn man nur 1000 Klicks hat. Damit kann man sich noch nicht mal ein Eis kaufen. Also CD oder Schallplatte, wenn es das noch gibt, oder downloaden. Und zwar als Original-Download, zum Beispiel bei iTunes oder bei den entsprechenden Plattformen. Ganz andere Ausnahme. Also, Rachmaninoff, absolut hörenswert. Üblich, wo kann man diese CD kaufen? Überall, okay. An gängigen Plattformen. Okay, gut. Möchte ich an dich übergeben? Ja. Ich bin ganz Ohr. Ja. Sollen wir unsere drei Quick Questions? Yes, of course. Wir haben normalerweise für alle unsere Künstler drei Standardfragen, die wir stellen. Und number one. So, was war dein letzter Film, aber im Kino gesehen? Was hast du letzt im Kino gesehen? Kannst du dich daran noch erinnern? Natürlich! Oh. Okay. Das war James Bond. Oh! Wow, welcher? Der letzte? Ja. Das ist nicht Casino Royale, das war der... Nein, not even Skyfall, das war... Na, Moment. Welcher? Moment. Das war Spectrum. Spectrum, ja. Okay, ja. Bin gespannt. Und, war gut? Mm. Oh,
Daniel Craig-Fan. Yes. Er macht einen guten Bond, muss ich sagen. Ich finde, er ist, ja, ich bin er auch auf den nächsten gespannt. Ja, absolut, absolut. Ja. Ja, er war, ja, das ist wirklich, ich meine, John Connery ist eine ganz andere Nummer, ja, ganz klar, ist klassisch. Legend, er ist aber, Legend. Ja, aber absolut. Ich denke, Daniel Craig hat das gut geschafft. Hat das so sehr gut gemacht. Ja. Ich bin gespannt, wer dann seine Fußstapfen steigt. Bin ich sehr gespannt. Vor dem Moment bin ich ganz froh mit Daniel Craig. Ja gut, er hat ja noch gehört, einen. Eine Frau sogar. Wirklich? Ja, gab es als Diskussion so wohl. So ein Gerücht. Ja, ja, aber ja, ich glaube doch nicht so. Das ist doch sehr macho-mäßig. Hallo? James Bond. Ich denke, es bleibt bei einem Mann. Nee. Vermutlich. Nee? Nee. Also ich würde gern selbst James Bond spielen. Mm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bond. Maria Bond. Okay. Okay, letzter Film war also James Bond. Warum nicht? Was ist dein letztes Buch, was du gelesen hast oder was du gerade vielleicht noch liest? Ich habe zu meinem Geburtstag ein schönes Geschenk bekommen von meinem Freund. Aha. Heißt Klaviere aus Sibirien. Okay. Mhm. Das ist von einer englischen Schriftstellerin, übersetzt auf Deutsch. Ja. Und das hat einen sehr guten Resonanz bekommen. Mhm. Und das interessiert mich sehr. Das lese ich parallel auch mit anderen Büchern. Ja. Heißt Klavier aus Sibirien. Ist aber kein Sachbuch, ist oder, ein Roman. Oder Sibiriens Klaviere. Okay. Könnte sein. Okay. Das ist doch mal eine Hausaufgabe. Eine sehr schöne Sprache. Okay. Ja, okay. Englische Schriftstellerin, aber ins Deutsche übersetzt. Richtig. Okay, Klavier aus Sibirien, Sibirien, Klavier. Mhm. Das ist neu für mich auf der Liste. Für mich auch. Ich bin ganz neugierig. So, und ich hoffe, du liebst Essen, oder? Oh ja. Oh ja! Besonders etwas? Gibt es etwas speziell oder kochst du viel? Ich koche sehr viel oder wir zusammen sehr viel kochen. Ich muss sagen, in den letzten 6 Monaten war kein einziger Abend, wo ich gleiches Gericht gegessen habe. Wow! Das, dann kannst du die letzte Frage gar nicht stellen, oder? Nee. Oh, zum Beispiel, was würde gekocht? Es wird deutsch gekocht, japanisch, französisch, russisch. Wir kommen vorbei. Ja, ich komme vorbei. Wow. Gerne. Sehr breites Spektrum. Okay. Okay. Ja, wahrscheinlich die Frage ist die nicht... Die Frage ist nicht passend. Nee, die Frage war, was war, wenn überhaupt, was war als Fast Food die letzte Bestellung? Deine letzte sowas Fast wie Pizza. Pizza. Sowas wie Pizza, ja, das passt ins Konzept. Sogar Pizza machen wir zu Hause. Mm. Das heißt, es gibt bei dir gar keinen Lieferservice. Irgendein Katalog zu Hause? Gar nicht. Wow. Ich sage, wir kommen in Stuttgart. Wir kommen vorbei. Ja? Als Studentin hatte ich Sünde, muss ich sagen, was mir auch nicht gut getan hat. Mhm. Jetzt habe ich Möglichkeit, gut zu kochen, habe gute Küche. Sehr schön. Ich bemühe mich. Und du genießt das. Oh, wie? Ja, das lohnt sich. Ja, das können wir. Das können wir sehr gut nachvollziehen. Ja. Sehr, sehr gut. Wir hatten das auch zwischen in Corona-Zeiten, weil eigentlich wir reisen gerne. Und ja, dann könnten wir nicht. Ah. Ne? Und dann hatten wir gesagt, okay, wir machen ein kleines Spiel. Und das ist, er träumt, wo möchte er eigentlich reisen. Und dann kochen wir Essen in diese Richtung. So, das bedeutet, er träumt auf, weiß ich nicht, Ägypten oder Japan oder Indien und dann Abendessen ist eigentlich in diese Richtung vorbereitet. Gebratene Krokodile. Oh je. No. Noch nicht. Nee. Aber zum Beispiel, was weiß ich, Italien hat ein sehr reiches Spektrum. Ja. Rom. Rom hatten wir besonders. Da gibt es viele Facetten. Cacio e Pepe, ja. Zum Beispiel. Ja. Oder Indisch natürlich, klar. Ja. Das ist aber auch ein sehr, 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 sehr breites Indisch. Spektrum. Ja. Wirklich? Sehr. Wirklich? Hm. Okay, dann kommst du vorbei. Ja. Das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem bei uns, ganz einfach. Wenn du sagst, russisch kochen, zum Beispiel, was gibt es so typisch? Natürlich Borscht. Borscht, okay. Das haben wir auch gekocht. Ja, das, ja.
Dann gibt es sehr viele Salaten, Olivier, Vinaigrette, Hering unter dem Mantel, gibt es so ein Gericht. Aha. Gibt es verschiedene Suppen mit Fisch zum Beispiel, Uha heißt. Uha. Uha, fantastische Suppe. Mhm. Ja, gibt es sehr viel Blini. Ja, ja. Ja, das habe ich auch probiert. Also Pelmeni. Ja. Alles ist sehr reichhaltig. Ja, ja, ja. Da muss man auch gut was zu trinken. Das ist übrigens gutes Stichwort. Man muss gut trinken und man muss sich gut bewegen danach. Ja. Danach. Gut trinken ist für mich das Stichwort für einen unserer Co-Sponsoren. Wir managen das ja nicht alles alleine hier, dass wir die Plattform hier online stellen können, sondern deshalb möchte ich mich natürlich bei unseren Co-Partnern bedanken. Neben Marcus Music Deutschland und Reebok Pianos hier in Düsseldorf, auch natürlich Yamaha Music Europe und nicht zu vergessen mein Liebling, chateautoyou.de. Und da sind wir sehr froh, haben wir es richtig rum? Ja, es ist richtig rum, dass wir mit diesen ganzen Partnern das alles auf die Beine stellen können. Gerne zum, vielleicht nicht zum Blini, aber vielleicht zu etwas Leichterem dazu, gebe ich dir gerne so an der Seite vorbei. Dankeschön. Und wie gesagt, wenn man diese ganze Plattform Musicus On weiter mit unterstützen möchte, jederzeit herzlich willkommen. Und insofern kann ich nur sagen, nochmals herzlichen Dank, Maria Philipopper. Danke. Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit. Wir hoffen und sehen uns hoffentlich sehr bald wieder hier bei Music Goes On. Nicht vergessen, unten subscribe oder abonnieren und den Bell-Button klicken. Dann wird man auch informiert, wenn wieder aktuell etwas online gestellt wird. Und es wird noch einige Konzerte, Interviews, Präsentationen, vielleicht Workshops, wir arbeiten daran, in diese Richtung geben. Und wir hoffen sehr, man sieht sich bald wieder. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön.